Schönen guten Morgen, Freunde der E-Books. Ja, eigentlich sollte ich das sagen, anstatt schönen guten Morgen, Freunde des Monatsrückblicks. Denn ich habe es geschafft, wirklich fast nur E-Books zu lesen. Die einzige Printausgabe, upsie, falsch rum, ist das Perry Rhodan Heft. Ansonsten habe ich nur E-Books gelesen gehabt im Mai. Beziehungsweise im April. Ja, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ich vergessen habe, im oder habe ich das erst im Mai beendet? Ich bin mir halt nicht sicher. Also, weil auf Goodreads steht wieder, ich hätte es im Mai, im April schon beendet, aber ich habe es hier in dem Ordner auf dem Kindle in den Mai-Ordner reingepackt. Und jetzt bin ich selber etwas durcheinander. Ich habe aber nochmal nachgeschaut und im Monatsrückblick April habe ich euch nichts davon erzählt. Das heißt also, ja, keine Ahnung. Also vielleicht ist da jetzt auch noch ein Buch bei, was ich eigentlich im April gelesen habe. Egal. Hauptsache, ich erzähle euch davon, ne? Egal ob im April oder Mai, nee, im Mai oder Juni. Wurscht. Hauptsache, ich erzähle davon. So, wo wollen wir denn mal anfangen? Gute Frage. Fangen wir doch mal an bei einem Sachbuch, das ich gelesen habe. Und zwar, die haben ihre Methoden, wir die unseren, Mr. Stringer. Dame Margaret Rutherford auf den Spuren von Miss Marple von Klaus F. Rödder. Rödder? Ich weiß es nicht genau. So. Und so sieht das Cover aus. Finde ich schon mal sehr cool, dass für diejenigen, die sie nicht kennen, das ist Margaret Rutherford. Hier in Deutschland berühmt geworden durch ihre Rolle als Miss Marple in vier ganz großartigen Schwarz-Weiß-Filmen. Die ich sehr liebe. Ich liebe sie immer noch, obwohl ihre Darstellung der Miss Marple, ja, mir hängt hier ein so ein lange. Jetzt auch so. Okay, jetzt sehe ich euch besser. Obwohl ihre Darstellung der Miss Marple sehr stark abweicht von dem Original, das Agatha Christie geschaffen hat. Trotzdem liebe ich Margaret Rutherford in der Rolle von Miss Marple und ich liebe auch diese vier Filme, weil sie einfach so brillant ist und so wunderbar diese Rolle auch einfach ausfüllt mit Humor, mit Stärke, mit ja, vor allen Dingen auch mit feministischen Ansätzen und es ist einfach toll. Also ich liebe diese Filme. Ja, und ich finde sie großartig. Also ich liebe auch einfach Margaret Rutherford. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich dieses Buch entdeckt habe. Ich habe ja, jetzt überlege ich gerade, im April, im März, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube im März, ne? Da habe ich ja schon das Buch gelesen gehabt, die Gesichter der Miss Marple, genau, die Gesichter der Miss Marple. Und das war auch von ihm geschrieben und so bin ich dann halt eben auch aufmerksam geworden. Nee, stimmt gar nicht. Die beiden hatte ich auf meiner Wunschliste. Richtig. Beide Bücher hatte ich auf meiner Wunschliste. Und genau, aber ich habe zuerst das Buch über die Gesichter der Miss Marple gelesen, obwohl das das zweite Buch ist. Denn als erstes hat er halt eben, die haben ihre Methoden, wir die unseren, Mr. Stringer, herausgebracht. Und dieses Buch ist ja eine, es ist ein Sachbuch. So, vielleicht ganz kurz erklärt, es ist so, dass halt der Autor ein sehr großer Margaret Rutherford-Fan ist. Und er betreibt halt eben auch eine Internetseite, wo er dann halt immer sich ausgetauscht hat und Informationen draufgestellt hat und so weiter und so fort. Und irgendwann haben dann halt eben die anderen Interessierten gesagt, schreib doch mal ein Buch darüber, ne? Fass das doch alles dann vielleicht mal im Buch zusammen. Und das hat er getan.
Und dementsprechend, das Buch ist halt eben jetzt nicht von einem professionellen Biografen verfasst worden, sondern es ist von, ja, es ist mit ganz viel Herzblut verfasst worden. Und wir begleiten ihn, auf seiner abenteuerlichen Reise, die sich halt eben mit den Schauplätzen der Filme, aber auch mit dem Leben von Margaret Rutherford beschäftigt. Also er ist dann zum Beispiel losgezogen und hat ihr Haus besucht, in dem sie gelebt hat, oder halt ihr Elternhaus, in dem sie geboren wurde. Und dabei begleiten wir ihn. Er erzählt uns halt eben, wie er dorthin gefahren ist und wie er dann auch das ein oder andere Abenteuer erlebt hat, um überhaupt ja, zu den Schauplätzen hinkommen zu können und so weiter und so fort. Und es ist einfach mit so viel Liebe und Herzblut geschrieben. Und er lässt uns teilhaben an seiner Faszination für Margaret Rutherford und halt eben an seinem Hobby, diese Informationen zusammenzutragen. Wir bekommen auch ganz viele Filme noch genannt, in denen sie mitgespielt hat. Ja, ich habe dann auch schon versucht, zwei davon zu ergattern. Ist aber gar nicht so einfach. Bisschen blöd. Naja, egal. Auf jeden Fall. Das ist toll. Also man erfährt halt eben einfach ein bisschen mehr über sie und auch halt eben über ihr Werk, also ne, was sie halt eben, welche Filme sie sonst noch gedreht hat, in welchen Theaterstücken sie aufgetreten ist und so weiter und so fort. Und das hat mir total gut gefallen. Ich mochte einfach diese Begeisterung, die rüberkommt. Und man merkt einfach, wie begeistert er dieses Projekt ja umgesetzt hat einfach, ne? Und das ist toll. Und wie soll ich das sagen? Man kriegt selber so einen Motivationsschub, wenn man das liest, ne? Und denkt sich, ja, das ist toll, wenn sich Menschen halt eben für etwas einsetzen, was sie lieben, und etwas machen, was sie lieben. Und das ist, das finde ich großartig. Ich habe vorhin erwähnt, er ist halt eben kein professioneller Biograf. Und dementsprechend, das Buch ist geschrieben aus den Augen eines Fans. Das muss man halt eben wissen, ne? Es ist halt eben schriftstellerisch nicht immer ganz rund, sage ich mal, ne? So. Und vielleicht hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle auch noch ein paar mehr Informationen gewünscht oder vielleicht noch mal einen kritischen Blick auf bestimmte Dinge. Das haben wir hier nicht, weil wir haben hier halt eben wirklich ein Fanbuch. Ja? Aber ich glaube, das ist auch nicht ja, die Prämisse gewesen von dem Autor, sondern halt eben wirklich das, was er zusammengetragen hat, einem größeren Publikum zu bieten. Und das finde ich toll. Und wer die Miss Marple-Filme liebt und wer Margaret Rutherford toll findet und ja, und vielleicht aber auch sich einfach mal so ein bisschen Motivationsschub für etwas abholen will, der kann ruhig mal in dieses Buch reinschauen, reinlesen. Es ist wirklich, ja, einfach mit sehr viel Herzblut geschrieben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wer sich für das Leben von Margaret Rutherford darüber hinaus noch interessiert, es gibt ein paar sehr gute Dokumentationen. Eine Dokumentation, die ist, glaube ich, von der BBC, die gibt es aber auch auf Deutsch. Ich weiß halt eben jetzt nicht, ist schon etwas her, dass ich die gesehen habe. Aber die ist halt eben auch wirklich, die ist richtig gut und sehr bewegend auch. Ja, sehr bewegend. So, dann wollen wir mal weitermachen, ne? Was habe ich denn dann sonst noch so gelesen? Also, zeige ich euch, nein, die zeige ich euch hintereinander.
Wir machen weiter mit dem Krimi, aber zuerst trinke ich, glaube ich, noch einen Schluck Kaffee. Besser ist das, um die Stimme zu ölen. Ich habe gestern schon so viel gesprochen. Ich merke das, dass ich ein bisschen rau in der Kehle bin. Aber zum Glück können wir das ja ölen. So, ich hatte euch in dem Video Probleme eines Buchnerds. Ja, da hatte ich halt das Problem, ich wusste nicht, was ich lesen soll. Ich hatte voll Bock auf einen Krimi, ne, so, aber ich wusste nicht, welchen ich nehmen soll. Und das Video verlinke ich euch, ne, auf der anderen Seite, ne, das verlinke ich euch dann noch. Einmal hier, dann kommt wieder so ein kleines i, da könnt ihr draufklicken und auch am Ende des Videos verlinke ich euch das nochmal. Könnt ihr auch gerne reinschauen. Und ich gucke gerade, liegst du, bist du hier noch irgendwo? Ich hatte mich dann schlussendlich, ja, ich finde es gerade nicht, liegt drüben. Oder? Muss ich gerade gucken. Ich habe es übersehen. So, war gut versteckt, weil die anderen Bücher drüber ein bisschen größer waren. So, schlussendlich hatte ich mich in dem Video, ja, ich weiß, jetzt spoiler ich, ne, ich spoiler, aber egal, müsst ihr jetzt durch. Ihr könnt euch das Video trotzdem angucken, es ist trotzdem sehr interessant. So, ich habe mich dann entschieden gehabt für das Mysterium von Notting Hill und das hatte ich im April gelesen. Und dann halt für das Geheimnis von Rishtide Manor. Und das hier ist der erste Teil, genau, steht auch drunter. Letizia Roths erster Fall, geschrieben von Kate Saunders. Ja, worum geht es? Es ist ein Krimi, wie ich schon gesagt habe. Aber wir haben eine andere Art von Ermittlerin das Mal. Und zwar geht es halt eben um Letizia. So, ja, Letizia. Und sie ist die Witwe eines Pfarrers. Das stimmt nicht. Der war nicht nur Pfarrer, sondern Diakon? Nein. Egal. Wir sagen jetzt einfach mal, der war Pfarrer. Ne? So, also sie ist Witwe eines Pfarrers und hat dann halt eben, nachdem ihr Mann gestorben ist, hatte sie halt das Problem, ja, dass sie nicht genug Geld hat. Also das Ganze spielt 1850, so in dem Dreh, ne? Um 1850 herum. Und ja, nachdem ihr Mann dann halt eben verstorben war, blieb das oder war bestand das Problem, was tut sie jetzt? Und halt als Witwe, kinderlose Witwe, hatte sie jetzt sehr gute Aussichten, die unbezahlte Nanny ihres Bruders zu werden. Und das fand sie jetzt weniger lustig. Also das war nicht so ganz das, was sie wollte, ne? So. Und deswegen hat sie sich dann halt etwas Eigenes gesucht. Also ja, im Grunde genommen lebt sie jetzt in einer WG, könnte man so sagen. Die Frau, mit der sie zusammenlebt, auch bei ihr war es so, ihr Mann ist gestorben und sie hat dann die Zimmer oder das Zimmer im Haus vermietet. Und ja, weil auch sie, also ihre Kinder haben halt gesagt, ja, kannst ja zu uns kommen, ne? Hier, wir haben auch noch genug Kinder, auf die du aufpassen kannst. Und auch sie sagte so, ach, eigentlich würde ich ganz gerne noch ein bisschen so mein eigenes Leben haben. Und ja, dementsprechend hat sie sich dann dafür entschieden, zu vermieten, ne? Und Letizia kommt dahin und sagt, ja, ich wollte mir mal das Zimmer angucken. Und sehr schnell fangen diese beiden Frauen ein Gespräch an und stellen fest, dass sie ja im Grunde genommen durch ihr Schicksal miteinander verbunden sind. Und ja, und so kommt es, dass die beiden dann halt eben
in einer Art WG, könnte man fast sagen, heutzutage würde man das sagen, WG, zusammenleben, ne? Sich den Haushalt teilen und so weiter und so fort. Dadurch konnte natürlich Letizia ihre Ausgaben reduzieren. Trotzdem blieb das Problem, dass sie kein Geld hat oder beziehungsweise nur sehr wenig Geld. Und so kam es dann halt dazu, dass sie mit ihrem Bruder zusammen oder dass ihr Bruder, sagen wir es so, ihr Bruder ihr Aufträge vermittelt. Und in diesen Aufträgen geht es halt eben darum, Geheimnisse aufzudecken, und zu verhindern, dass die Geheimnisse ans Tageslicht kommen. Also ihr Bruder ist Rechtsanwalt. Und ja, an ihn treten dann manchmal Klienten ran, wie jetzt zum Beispiel in diesem ersten Band, ist es halt so, dass eine sehr angesehene und gut betuchte Familie das Problem hat, dass ihr Sohn unstandesmäß heiraten will. Geht gar nicht. Ja, so. Und jetzt wird halt eben Letizia darauf angesetzt, herauszufinden, ob diese Frau halt eine Heiratsschwindlerin ist, beziehungsweise ob sie halt eben eine dubiose Vergangenheit hat, die dann dem Sohn, ne, schaden könnte und was man denn da tun kann. Also im Grunde genommen ist der Auftrag, finde heraus, welche Leichen die Frau im Keller hat, damit wir sie loswerden können. So, und ja, und dann der Auftrag ist sehr gut bezahlt. Sie nimmt ihn an und kommt dann zu dieser Familie für alle anderen. Also der Vater und die Mutter der Familie wissen Bescheid. Für alle anderen ist sie die Gouvernante der beiden Töchter. So. Ja, und im Laufe des Buchs, im Laufe der Geschichte, stolpert sie dann halt nicht nur über Leichen im Keller der Vergangenheit, sondern auch über Leichen im Keller der Gegenwart. Und so bekommt die ganze Geschichte dann halt eben nochmal eine Wendung und sie, also Letizia, ermittelt dann auch noch in Sachen Mord. Wie hat es mir gefallen? Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich mochte vor allen Dingen das Verhältnis zwischen Letizia und, ich habe den Namen vergessen, Mrs. Ich glaube, es war irgendwas mit B. Bin mir auch nicht sicher. Egal, nennen wir sie Mrs. B. So, also, ich mochte vor allen Dingen dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Frauen. Total. Und es ist auch an manchen Stellen halt schon sehr anrührend, gerade wenn Letizia halt eben an ihren Mann denkt und. Ja, und auch wenn die beiden sich halt eben unterhalten, man merkt halt ganz oft die Einsamkeit und auch den Schmerz. Man bekommt aber auch einen schönen Blick darauf, ja, wie es Frauen damals ergangen ist. Und wie wichtig es war und auch immer noch ist, als Frau sich halt eben selber abzusichern. Und gerade damals, ja, konntest du halt eben auch ganz schnell obdachlos werden, wenn dein Mann verstorben war. Weil halt eben zum Beispiel die Erbschaftsregeln so waren, dass nur männliche Erbberechtigte bevorzugt wurden. Und ja, dann ging halt dein Haus an, weiß ich nicht, den Cousin oder so. Und du standst dann da. Und dann musstest du dich halt eben entscheiden und irgendwie eine Möglichkeit finden, durchzukommen, ne? Viele waren dann halt eben, also viele arme Verwandte, weibliche Verwandte waren dann
billige Arbeitskräfte oder halt eben günstige Nannies, ne, für die Verwandten, die dann die Erbschaft gemacht haben. Und das kommt auch in dem Buch durch. Also um diese Problematik geht es auch. Unter anderem geht es halt eben auch darum. Das Buch ist, wie soll ich das sagen? Die Autorin bleibt sich ihrer Figur treu. Oder bleibt sich die Figur treu? Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber ich erkläre es. Und zwar, Letizia ist nun mal die Witwe eines Pfarrers. Und sie ist eine Frau, der damaligen Zeit, sag ich mal, so vorsichtig ausgedrückt. Weil wir können ja halt eben heutzutage nur immer spekulieren und ungefähr sagen, okay, so hätte sich jemand verhalten, oder, ne? Weil wir ja halt eben in der Gegenwart sind und zurückschauen. In ihren Gedanken, in ihrer Handlungsweise finden wir halt eben auch immer wieder religiöse Motive. Also sie betrachtet Dinge halt eben auch immer wieder aus den Augen einer Pfarrersfrau, der die Religion auch wichtig war oder wichtig ist. Und das fließt halt eben mit rein. Genauso wie sie halt. Sie ist definitiv keine Feministin. So, also zumindest nicht in dem ersten Teil. Also jemand, der irgendwie für die Rechte der Frauen kämpft oder so, sondern sie, wie soll ich das sagen? Also es geschehen ein paar Dinge. Und die sind sehr unfair. Und sie denkt sich dann auch, ja, das ist nicht ganz fair, aber sie nimmt sie als gegeben hin, weil halt eben die Rollenaufteilung so ist. Männer dürfen Dinge und Frauen halt nicht. So, Ja, ich weiß, ein bisschen kryptisch, aber ich will euch nichts von der Geschichte wegnehmen. Ich fand es gut, dass die Autorin ihrer Figurenschöpfung treu geblieben ist. Natürlich stehe ich auf Feministinnen und auf widerstreitende Frauenfiguren und so weiter. Ja, klar. Aber hier hat die Autorin entschieden, meine Protagonistin ist die Witwe eines Pfarrers und sie ist eine gläubige Frau. Und sie ist eine Frau ihrer Zeit, die Gegebenheiten annimmt. Und so hat die Autorin die Figur aufgebaut. Und es wäre jetzt halt eben irgendwie komisch, wenn sie, also ich fand, so wie die Figur gedacht und agiert hat, passte es halt eben zu ihr. Also das war, ne, es war eine runde Figur, könnte man sagen. Und das fand ich gut. Gehe ich d'accord mit allen Handlungen und Denken? Nein, definitiv nicht. Aber finde ich nicht schlimm. Finde ich nicht schlimm, weil halt eben wirklich dadurch auch meiner Meinung nach die Autorin die Zeit vielleicht ein bisschen besser wiedergespiegelt hat. Ne? Weil zur damaligen Zeit waren halt eben nicht alle Frauen Kämpferinnen für das Wahlrecht der Frau. Damals waren nicht alle Frauen bereit, sich gegen das Patriarchat zu stellen, sondern ganz viele waren zufrieden mit ihrem Leben. Oder was heißt zufrieden? Sie haben es halt eben hingenommen. Ja, und manche waren auch vielleicht zufrieden, egal. So, und das finde ich gut, dass sie
dabei geblieben ist und die Figur eher konservativ angelegt hat. War mal was anderes. So. Nichtsdestotrotz fand ich sie halt eben wirklich trotzdem sehr sympathisch, weil sie ist schon eine Nette, ne? Also, das ist schon eine Nette. Da kannst du auch mal irgendwie vorbeigehen und kriegst ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Also, vielleicht nicht jetzt gerade, aber so prinzipiell. Der Fall, der Kriminalfall war spannend, interessant. Aber nicht so überraschend für mich jetzt. Also ich war jetzt nicht so, wow, ne? Also es war nicht der Agatha Christie-Effekt von wegen, verdammt, damit habe ich nicht gerechnet. Wie konnte es passieren, dass sie mich so an der Nase herumführt? Das hatte ich hier nicht, sondern es war sehr klar, worauf es hinausläuft. Also rein vom Kriminalistischen war da jetzt für mich persönlich nicht viel Überraschendes. Trotzdem war es spannend und gut geschrieben. Es ist ein wirklich gut geschriebenes Buch, ein schöner Krimi. Und ich werde auch auf jeden Fall den zweiten Teil lesen, sobald er rauskommt. Der kommt jetzt, glaube ich, im Juli raus oder im Juni oder im September. Der kommt irgendwann jetzt raus, so der zweite Teil, in den nächsten Monaten. Doch, auf jeden Fall möchte ich mehr von ihr lesen, weil es mich halt gut unterhalten hat. Ja, und wie gesagt, ne, es gab wirklich so einige Dinge, die ich sehr mochte. Witzig fand ich. Ich werde jetzt wieder sehr kryptisch sein. So. Die Handlung, also ein Handlungsstrang, erinnerte mich an das Leben oder eine Episode aus dem Leben einer real existierenden Person. So. Also da war eine Sache, da dachte ich schon so, das erinnert mich aber an. Punkt, Punkt, Punkt. So, und dann ging die Geschichte weiter und ich dachte, verdammt, das ist doch eindeutig die Geschichte von. Da hat sich die Autorin doch von dem Leben inspirieren lassen, von der Person. Und ich fand das großartig, ja. Also ich meine, man braucht ja irgendwo seine Inspiration her. Ich fand es richtig gut. Das Witzige war, ich habe mich geirrt. Ich habe zwar erkannt, dass die Autorin sich hat inspirieren lassen, aber sie hat sich gar nicht von einer real existierenden Person inspirieren lassen, sondern sie hat sich von einem Buch inspirieren lassen. Und die Geschichte kenne ich, aber ich war halt so, also das Erste, was mir halt eben in den Kopf gekommen ist, war diese real existierende Person. Und deswegen hat mein Kopf dann die Suche eingestellt und ich bin gar nicht darauf gekommen, weil also davon, wovon sie sich hat inspirieren lassen, stimmt, ist schon sehr offensichtlich, dass da ihre Inspiration herkommt. Und wenn man zum Beispiel die Verfilmung gesehen hat oder das Buch gelesen hat, hätte man es eigentlich erkennen können. Also insofern doch auf die falsche Fährte gelockt, ne? Weil ich halt, egal. Auf jeden Fall, das fand ich witzig. Machen wir mal weiter. Ja, ich weiß. Also wer Lust hat auf so einen entspannten Krimi, ne? Also das ist so ein Buch so für ein verregnetes Wochenende oder für so einen verregneten für so einen verregneten Sonntag oder so, ne? Da ist das genau das richtige Buch, finde ich. Also das ist so, das kann man halt eben gut weglesen. Und wenn man halt eben einfach Lust hat, sich in so eine Krimi-Geschichte hineinzubegeben, dann greift dazu. So, machen wir mal weiter. Jetzt überlege ich gerade.
Ja, genau. Und da mache ich die beiden zum Schluss. Sehr gut. Gute Wahl. So, und zwar habe ich dann den zweiten Teil der vierteiligen Zero Zone Reihe gelesen. So, und zwar, also, das ist so. Habe ich mir extra rausgelegt und jetzt wieder zugestellt. Natürlich. Läuft. Innerhalb der Reihe, der Perry Roden-Reihe, ist es so, dass manchmal einige Hefte aufeinander aufbauen. Also wir haben dann sozusagen eine Miniserie in der Serie nochmal drin. Und hier ist es jetzt die Zero Zone gewesen, geschrieben von demselben Autor. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. So, guckt einfach da. Also von ihm. So. Und er hat halt die vier Teile hintereinander geschrieben, die hintereinander veröffentlicht wurden und die bauen aufeinander auf. Und ja, der erste Teil war halt Zero Zone One, Soul System, Soul System. So. Und dann habe ich im Mai den zweiten Teil gelesen. Das ist dann Luna. Und dann ging es weiter mit dem dritten Teil. Das war dann Terra. Und ja, ein zurück. Und der vierte Teil. Kann sich nur um Stunden handeln. Warum brauchst du jetzt so lange? Muss ich dich nochmal klicken? So, haben wir dich. Einmal zurück. Und der vierte Teil, Mars. Genau. Also genau. Im Mai habe ich dann die drei gelesen und damit diese Miniserie in Anführungsstrichen, das ist nicht richtig ausgedrückt, ne? Also, aber ja, wie gesagt, in Anführungsstrichen diese Miniserie innerhalb der Reihe beendet. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, ich werde jetzt nicht groß darauf eingehen, einfach aus dem Grund, weil die. Also, erstmal ist ja einiges passiert. Das heißt also, ich kann euch schon mal nicht erzählen, um was es da drin geht, weil ich sonst was wegnehmen würde von dem, was zuvor passiert ist. Und ja, und dann kann ich halt eben auch nicht über diese vier Teile reden, weil sonst würde ich euch was wegnehmen von den Geschehnissen in diesen vier Teilen. Also werde ich mich da zurückhalten. Ich kann nur sagen, ihr habt es ja gerade gesehen. Also drei Stück habe ich dann im Mai gelesen. Und zwar, weil es so spannend war, dass ja, ich hatte das eine beendet und musste dann halt eben weitermachen, weiterlesen. Musste unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja. Und es war sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Sehr interessant, einfallsreich und auch, wie soll ich das sagen? Also es kamen so ein paar Punkte auf, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben. Und ja. Und mit ein paar Fragezeichen zurückgelassen. Ich sag's mal so. Okay, also das hätten wir auch dann. Und dann habe ich noch, wie gesagt, jetzt kommt das Buch, was ich euch verschwiegen habe oder wo ich nicht weiß, habe ich es jetzt im April oder im Mai beendet. Egal. Und zwar von Hugh Walker. Ach, ja gut. Mache ich mal ganz kurz ein Päuschen. So, und zwar habe ich gelesen, dass, nein, nicht das, sondern nur Dorf des Grauens.
von Hugh Walker. Und die Lana hatte in unserem Podcast schon über das Buch gesprochen. Den Podcast hatte ich euch verlinkt beim letzten Monatsrückblick. Aber den Podcast verlinke ich euch auch nochmal. Ne? Dann habt ihr auch schon mal so zwei Meinungen zu dem Buch. Übrigens, schaut euch dieses Cover bitte, bitte schaut euch dieses Cover in Bunt an. Also schaut mal einfach auf Amazon, ne? Oder gebt es bei Google ein, vollkommen egal, und dann schaut euch das in Bunt an. Das ist so cool. Also die Cover sind einfach mega. Vor allen Dingen das hier. Genau, so. Und das Dorf des Grauens, nein, nicht das, nur Dorf des Grauens, Mann, Mann, Mann. Also Dorf des Grauens von Hugh Walker. Es hat Folgendes damit auf sich. Hugh Walker ist ein Pseudonym und der Autor hat halt für verschiedene auch Heftromanserien oder ja, geschrieben. Und jetzt wurden seine Kurzgeschichten, seine Geschichten, seine Bücher neu aufgelegt. Und zwar, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, Emmerich Books und Media. Ist das richtig? Ja, genau. Die haben die Geschichten jetzt neu verlegt. Und packen dann mehrere Kurzgeschichten in einem Buch zusammen. Also hier haben wir zum Beispiel das Dorf des Grauens und das besteht aus drei Geschichten. Wobei die erste und die zweite Geschichte schon zusammengehören. Also das ist Teil 1, könnte man sagen, und Teil 2. Und die dritte Kurzgeschichte kann man unabhängig davon lesen, passt aber thematisch zu den ersten beiden. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, ich weiß. Aber das ist auf jeden Fall sehr, ja, das ist sehr cool, finde ich. Also, und das, also ich sag mal so, obwohl man halt eben, obwohl die dritte Geschichte nicht zu den ersten beiden gehört, also es ist nicht erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil, trotzdem, wenn man die dritte Geschichte liest, bekommt man noch mal einen tieferen Einblick auf die ersten beiden Geschichten. Man versteht einige Dinge noch ein bisschen besser. Also insofern schon gut, dass die so, dass diese drei Geschichten so zusammengefasst wurden. Aber worum geht es? Nun, also ein Mann. Ein Mann fährt mit seinem Auto und stellt fest, verdammt, wie bin ich denn hier, oder beziehungsweise er fragt sich, verdammt, wie bin ich denn hier gelandet? Denn gerade war er noch auf der Autobahn. Also die letzte Erinnerung, die er hatte, ich war auf der Autobahn. Und dann, so, und jetzt tuckert er da so eine Landstraße entlang und denkt sich, wie bin ich, ich habe keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. War ich so in Tagträumen vertieft, dass ich das nicht mitgekriegt habe? Das ist ja merkwürdig. Naja, und er trifft in einem Dorf ein, also er sieht dann, ah, okay, da ist ein Dorf, naja, vielleicht kann ich da fragen, wie ich hier wieder wegkomme. Denn die Geschichte ist aus den 70er Jahren, also da ist sie entstanden und dementsprechend hat unser Protagonist kein Handy, ja, damit dann auch nicht Google Maps oder irgendwie die, ne, so, also das ist ganz blöd. Der arbeitet noch mit Karten und mit Telefon. So, ne? Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als in diesem Dorf Halt zu machen und nach dem Weg zu fragen, wo er überhaupt ist und wie er wieder halt eben zur Autobahn kommt. Denn er ist beruflich unterwegs und hat auch Termine, ne? Also eigentlich muss er weg. Naja, er kommt in dem Dorf an und stellt ziemlich schnell fest, dass da irgendwas merkwürdig ist. Sehr merkwürdig. Und umso länger er sich in dem Dorf aufhält, umso merkwürdiger werden die Ereignisse.
Mehr will ich gar nicht davon erzählen, vom Inhalt. Lana geht noch ein bisschen näher auf den Inhalt ein, also ne, hört ruhig in den Podcast rein. So, ich mache mal hier Stopp, weil sonst wird es wahrscheinlich zu ausufern. Ihr kennt mich ja, ne? Wenn ich einmal anfange zu schnabbeln. Ich möchte euch, statt auf den Inhalt weiter einzugehen, lieber ans Herz legen, in diese Geschichte mal reinzulesen. Und zwar, wenn ihr Lust habt auf mal richtig anderen Horror. Also, ja, habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Wobei, wahrscheinlich vom Titel kommt man wahrscheinlich schon drauf, ne? Dorf des Grauens. Es handelt sich um eine Horrorgeschichte. Und ich habe so etwas noch nie gelesen. Und ich habe H.P. Lovecraft gelesen. Ja, also so. Und selbst ich, die halt auch schon einiges an Horrorfilmen gesehen hat und auch so fernab vom Mainstream-Horror. Also ich habe schon ein gewisses Repertoire an ja, Horrorbüchern oder halt Filmen gelesen oder gesehen. Und trotzdem hat mich dieses Buch vollkommen überrascht. Sowas habe ich noch nie gelesen. Wirklich nicht. Und also noch nie. Lana hatte das schon so schön ausgedrückt. Man denkt immer, ah, das ist es. Ne? Also es passieren Dinge und dann denkt man so, ah ja, okay, Geister. Zwei Seiten weiter stellst du fest, keine Geister. Und dann, das geht immer so weiter. Ne? Du gehst irgendwie so alles Mögliche durch, was dir so einfällt. An übernatürlichen Wesen, an Horrorfiguren. Und jedes Mal, zwei Seiten weiter, musst du den Kopf schütteln und sagen, nee, passt doch nicht. Ja, aber was ist denn hier los? So, und das geht halt wirklich über beide Kurzgeschichten, also sowohl über den ersten als auch über den zweiten Teil, dass du immer wieder in etwas Neues hineingestoßen wirst und dir denkst, wo kommt das denn jetzt her? Oder was will der Autor mir damit sagen? Das ist mal wirklich eine innovative Horrorgeschichte gewesen. Die Hugh Walker spielt mit der Grenze zwischen den Realitäten. Er spielt mit den Grenzen zwischen den Realitäten und das ist sehr verstörend. Also, wer Lust hat auf innovativen Horror, der halt eben wirklich mal anders ist, dem empfehle ich Hugh Walker. Schaut ihn euch an, lest rein. Ich war halt so fasziniert davon, dass ich dann als nächstes Der Okkultist von Hugh Walker ausprobiert habe. Auch dabei handelt es sich wieder um eine um ein Buch, in dem mehrere Kurzgeschichten enthalten sind, die aber auch wieder alle eine Verbindung haben. So, jetzt habe ich wieder vergessen, okay, es steht drauf, der Okkultist, aber der nennt sich nicht der Okkultist, Parapsychologe auch nicht, aber so ähnlich. Es geht halt in den Kurzgeschichten, kommt immer ein Medium drin vor und halt dieser Parapsychologe. Sie sind ein Team, es gibt halt auch noch andere Mitglieder in diesem Team, also es ist wirklich im Grunde genommen ein Team von Geisterjägern, in Anführungsstrichen.
Sie nennen sich halt nicht Geisterjäger und es geht auch nicht nur um Geister. Egal, das führt ein bisschen zu weit. Beziehungsweise vielleicht manchmal nochmal, ich möchte gerne noch ein Buch von ihm lesen und dann nochmal ein ausführliches Buch über, Buch, Quatsch, ein ausführliches Video über ihn machen und die Reihe oder die Bücher. So, und wie gesagt, hier haben wir halt eben auch wieder thematisch passen diese Kurzgeschichten zusammen, weil hier zum Beispiel tauchen bestimmte Personen auf in den Geschichten, immer wieder in den Geschichten. Und auch die Thematik, ja, des Mediums taucht halt auch immer wieder auf in den Geschichten. Jetzt war es so, die erste Geschichte war okay. Die erste Geschichte war okay, wobei es da schon in der ersten Geschichte so ein paar Sachen gab, wo ich dachte, na, das ist ja mal ein krasser Zufall. Also einige Elemente aus dieser Geschichte erinnerten mich an eine andere Geschichte. So. Und da dachte ich, das ist krass. So, ne? Die Geschichte war gut. Sie war gut, aber ich hatte jetzt halt, also hätte ich vorher nicht Dorf des Grauens gelesen, hätte ich die Geschichte wahrscheinlich noch viel besser gefunden. Ich hatte jetzt halt eine gewisse Erwartung. Ich hatte die Erwartung, wieder auf so etwas Skurriles, Absurdes, Verstörendes wie in Dorf des Grauens zu stoßen. Und das war hier nicht der Fall, sondern die erste Geschichte ist sehr klassisch, würde ich sagen. Also klassisch bodenständiger Horror. So. Und mir fehlte jetzt halt eben dieses absurd Kuriose, was ich halt in dieser, in dem anderen Buch hatte. Wie gesagt, also es lag nicht an der Geschichte, sondern es lag jetzt an meinen Erwartungen, ne? Wenn ich das andere Buch nicht vorher gelesen hätte, hätte ich gesagt, toll, großartig. So war es gut, aber mir fehlte etwas. So, und dann kam die zweite Geschichte. Und die zweite Geschichte war auch gut, solide. Aber auch da fehlte mir noch ein bisschen was, ne? Also war guter, solider Horror. Und dann kam die dritte Geschichte. Und die dritte Geschichte. Also eigentlich wollte ich dem Buch nur aufgrund der dritten Geschichte 5 Sterne geben. Habe ich dann doch nicht. Es sind dann doch 4 Sterne geworden anstatt 5, weil die letzte Kurzgeschichte ist dann wieder so ein bisschen. Da waren so ein paar Kleinigkeiten drin, über die ich halt eben einfach gestolpert bin. Und ha, ja, so, ne? Also. Ja, da waren dann, wie gesagt, da waren dann halt eben so ein paar Kleinigkeiten drin, über die ich gestolpert bin. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, okay, 4 Sterne, das ist schon, es ist fairer, wenn ich dann halt eben 4 Sterne gebe. Aber diese dritte Geschichte, ich überlege gerade, ist es jetzt überhaupt die dritte Geschichte oder war das dann schon die zweite Geschichte? Nee, das war, glaube ich, die dritte Geschichte. Die war genial. Die war genial und da habe ich halt eben auch genau das da drin gefunden, was mich so gefesselt und fasziniert hat in dem ersten Buch, also das Dorf des Grauens. Das habe ich halt in dieser Kurzgeschichte wiederbekommen und die war grandios. Also auch wieder wirklich grandios. Spiel mit Realitäten, sehr einfallsreich, sehr düster, einfach richtig gut. Mir gefällt der Schreibstil, mir gefallen die Ideen.
Die Umsetzung des Horrors und gerade dieses absurden, skurrilen Horrors, der mit den Realitäten spielt. Oh, ganz meins, ganz toll, bin ich voll dabei. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen stört. Und deswegen möchte ich gerne aber noch mal ein drittes Buch von ihm lesen, um zu schauen, ist das dann da auch wieder der Fall? Weil, also das sage ich jetzt schon mal. Nachdem ich jetzt diese beiden Bücher gelesen habe mit den Kurzgeschichten drin, habe ich so den Eindruck, dass der Autor auf junge, hilflose Frauen steht. Also in allen Geschichten haben wir halt eine junge, hilflose, vermeintlich hilflose Frau und halt einen Protagonisten, der versucht, heldenhaft diese vermeintlich schwache junge Frau zu retten. Warum ich junge Frau so betone, das liegt daran, weil sie halt sehr jung sind. Also so jung halt. Und selbst die, die dann nicht mehr Anfang 20 ist, sieht trotzdem noch aus wie Anfang 20. Also ist es schon, es wird schon sehr darauf hingedeutet, dass die halt sehr jung sind. Ne? Also da steht halt eben nicht einfach Frau so, sondern es wird schon darauf hingedeutet, dass sie halt jung sind, junge Frauen. So, naja, auf jeden Fall, die Sache ist halt eben die, wir haben diesen Protagonisten und der versucht halt eben diese jungen, hilflosen, vermeintlich hilflosen Frauen zu beschützen und zu retten. Aber, und das ist das Kuriose daran, deswegen kann ich auch nicht so, eigentlich brauchen diese Frauen gar keinen Schutz und die sind auch gar nicht hilflos. Und das ist das Kuriose daran. Also es ist so, als ob die männlichen Charaktere dieses Bild von dieser Frau haben wollen und brauchen, um halt eben dann sehr heldenhaft sein zu können. Aber irgendwie machen diese vermeintlich schwachen jungen Frauen unseren Helden immer irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Indem sie halt eben ja eigentlich sehr stark sind oder eine ganz andere Richtung sich in eine ganz andere Richtung entwickeln, wie es dem Helden recht wäre. Also, ne, das ist, ich weiß nicht, wie ich das so auf den Punkt beschreiben soll. Es kommt mir fast so vor, als wenn halt eben die vermeintlich schwache junge Frau dann so nach außen hin zwar, ja, okay, ich gebe dir mal, was du brauchst, du Held, ne, aber innerlich ist sie irgendwie, macht sie so ihr eigenes Ding. Und das entbehrt nicht einer gewissen Komik, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt gelesen habe und dachte, das finde ich aber nicht gut. Ne? So eine Darstellung von Frauen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Sondern ich musste die ganze Zeit darüber schmunzeln, weil ich dachte, was ist das gerade? Baut der Autor da seine Vorliebe irgendwie für junge Frauen mit ein? Oder gibt er extra den männlichen Part, diesen weiblichen Part an die Seite, damit ja so ein bisschen als, wie soll ich das sagen, als Möglichkeit über sich selbst zu lachen? Also, weil, wie gesagt, ne, also das hat mich nicht irgendwie geärgert oder gestört, sondern es war wirklich so, dass ich da schmunzeln musste. Ja, und ich dachte, das Ganze entbehrt nicht einer gewissen Komik. Aber um das besser einordnen zu können, brauche ich noch mehr Geschichten von ihm. Also muss ich noch mehr von ihm lesen, um zu sehen, bleibt er dabei? Ist das ein Stereotyp, den er immer wieder nutzt? Oder ist es, ne?
So, also deswegen. Aber ich wollte euch schon mal davon erzählen. So, das war's. Wir sind durch. Ich habe euch die Bücher gezeigt, die ich im Mai gelesen habe. Ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Einfach mal in die Leseproben reinlesen, mal was Neues ausprobieren, sich anstecken lassen, inspirieren lassen von der, ja, Inspiration und der Motivation anderer. Und dann würde ich sagen, und das tue ich auch, ich wünsche euch eine wundervolle Woche mit ganz großartigen Büchern. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.